Willkommen zu unserem Workout. Das war auch zu viel schon. Herr Brücken. Hallo. Heute bauen wir ein Weihnachtskarussell. Wir wollen das schön und groß bauen. Hier drauf, mobil, angetrieben durch Feuertonnen. Damit wir aber wissen, wie das funktioniert und ihr auch eine Vorstellung habt, haben wir ein kleines Modell. Der kommt so. Das sind so kleine Pfeifen. Und der kommt hier rein. Guck mal. Also, bei uns sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Wir machen nur oben was sich dreht und diese ganze, das hier alles nicht. Das will auch keiner sehen. Ja, das will auch keiner sehen, außerdem kriegen wir es nicht hin. Dann wird das Ganze noch ein bisschen verkleidet mit Schrott. Hier haben wir noch die Dinger vom Mofa-Rennen, wo das Schwimmnudelhindernis dran war. Die würde ich hier irgendwie so hinbauen, dass wir erstmal ein Dreibein oder irgendwas haben, was hier stabil steht. Dann kommt auf dieses Dreibein das Lager. Das habe ich schon mal vorbereitet. Weil das ist Präzision gefragt, das hätte ich mit euch nicht hinbekommen. Das hätten wir nicht hinbekommen, oder was? Es ist ein Reifen. Zeig mal her. Es ist zentriert. Ich habe das da dran zentriert. Nein, ich habe das an das Rad gemacht. Und das muss mittig sein. Wer hat die scheiß Nähte hier gemacht? Es ist schwierig, da ranzukommen. Was denn hier? Jetzt fragt man sich, warum ist da ein Reifen? Ja, warum ist da ein Reifen, Joel? Gute Frage, Jonas. Falls man mal die Feuertonne nicht anschmeißen muss oder vielleicht funktioniert das Ganze auch gar nicht, kommt hier ein Motor dran. Den müssen wir irgendwie so bauen, dass man den anschnallen kann. Und dann verstecken wir den irgendwie und dann dreht der das ganze Karussell, dass da ein bisschen Bewegung drin ist. Fake. Ja. Was war hier drauf? Also welcher Wohnwagen? Irgendwas Spezielles oder irgendein Scheiß? Ein ganz kleiner, den hatten wir nie umgebaut. Weil alle Wohnwagen, die wir jetzt mittlerweile als Schrott aussortieren müssen, weil die ein paar Jahre auf dem Buckel haben, da behalten wir alle Gestelle. Da kann man immer was Cooles draus bauen, alles ist mobil und bam. Guter Schlag. So, erstmal müssen wir das Ganze hier in Waage bringen. Joel, wo brauchst du Hilfe? Jetzt sag nicht beim Kaffee. Ja, hol mal hier eine Wasserwaage. Eine Wasserwaage. Er muss doch gerade stehen, wenn wir jetzt hier drauf bauen. Präzision, du warst länger nicht mehr dabei. Es hat sich einiges geändert. Guck mal, habe ich letztes Jahr 1er Nähte gezogen. Hält bis jetzt. Schon mal was. Wie willst du denn? Hier, zwischen die Achsen habe ich eigentlich irgendwie so halb gemessen. Du hast halb gemessen? Passt nicht. Nee, überhaupt nicht, Alter. Bist du sicher, dass du richtig geschnitten hast? Ja. Ja, klar. Du hast es falsch gemacht. Nee, ist korrekt. Doch. Es ist in 2 Dimensionen. Lass mal aufstellen. Hoch. Wir heften da unten was Kleines vor. Oh, ein Stück Metall. Ja, das ist genau das, was ich abgeschnitten habe. Ja, ist doch super. Lückenfüller. Was ist das denn, Leute, Alter? das ist das, was Joel abgeschnitten hat. Come on, ey. Wie soll ich das machen? Wir kriegen das hier irgendwie reingedönert. Ja, wir können auch dein Fick-Ding hier ransetzen. Ja, der ist geil. Das ist kacke mit dem Wind. Könnt ihr mal irgendwas holen, machen? Wo kommt denn der Wichser her? Ja, von da. Nicht gucken. Betriebsgeheimnis. Gefällt mir jetzt schon. Immer wenn man was hat, was größer ist, als man selber, hat man das Gefühl, man hat schon richtig was geschafft. Das ist ja krumm und schief. Wie man sieht, haben wir hier an allen Ecken uns ein bisschen von der Schräge ein bisschen verschnitten. Was aber gar kein Problem ist. Ich würde niemals ein altes Rohr, eine alte Schraube oder sowas wegschmeißen. Das kann man immer irgendwo zwischenschweißen. Sogar so ein altes Küchenblech kann dann plötzlich helfen. Braucht man immer. Seht ihr, was ich meine? Eigentlich wäre jetzt hier so ein Grand Canyon gewesen. Aber da, jetzt kommt das alte Rohr. So, wir haben jetzt alles ein bisschen verschweißt. Es ist noch einiges zu schweißen. Wir haben jetzt diese 2 Ringe gefunden, eher gesagt, Jonas. Die sind von diesen Wagenrädern, von Kutschen damals. Also eine richtig krasse Arbeit eigentlich. Die schmeißen wir jetzt noch da drüber. Dann sieht das schon mal so richtig aus wie so eine Pyramide. Schön. Frohe Weihnachten. Mach mal fest so, schnell. Nee, warte mal, ich hau dir doch, ist doch super so. Was willst du denn jetzt? Ich hau dir einen rüber. Wieso, sitzen doch alle. Sitzt alles, ne? Ja. Pack den Hammer weg. Irgendwas riecht hier nach verbrannten Haaren. Das war Joel. Also das oben muss man sich jetzt noch dazu denken. Ach hier, das sind die Weihnachtsleute hier drin, ne? Hier oben ist der Schäfer, dann gibt's hier unten die 3 Könige. Jo, da unten ist auch noch, hier der Jesus liegt da. Der sieht aus wie ein Wurm.
Was ich ein bisschen komisch finde, wenn das Josef sein soll, dann hätte er entweder einen ganz komischen Hut und der ist grimmig. Natürlich ist das hier Josef. Naja, der kriegt gerade ein Kind von einem anderen. Oder nicht? Da wäre ich auch pissig. So sieht jetzt eine Schweißnaht aus, wenn er zu viel Wind reindrückt. Oder so sehen die auch von Finn oft aus. So pickelig, mit so Löchern drin, Lunker. Aber dadurch, dass die anderen Punkte ganz geil gemacht sind von mir, dann hält das auch. Das ist wichtig, dass hier oben die Platte, die wir drauf schweißen, genau gerade ist. Weil da kommt unser Kugellager drauf und unsere Flügel. Und wenn das schräg ist, dann dreht das ja nicht vernünftig. Hier, Jonas. Den holst du da hinten raus. Der liegt ganz unter den Sachen. Soll ich mir da anpacken oder schafft ihr das? Anpacken, anpacken. Jonas, warte mal. Was denn? Ja, der kracht doch jetzt runter. Ja, soll er doch. Herrlich. Pack den nicht so weit weg, den wollen wir noch. So wie du meinen Stift. Was lachst du? Nichts, nee, mach mal. Das ist so, weil das jetzt hier unten nicht mehr zusammenhängt. Oh! Wow! Oh, ich muss ja so auf. Ach, die Scheiße. Langsam, langsam. Geil. Morgen gibt's irgendeine asiatische Suppe. Morgen? Ich dachte, morgen gibt's Burger. Nein, heute gibt's Burger. Joel, ich weiß, der Tag ist dir wichtig, aber du musst ein bisschen runterfahren, was das betrifft. Morgen gibt es eine asiatische Suppe. Ja. Phobo. Heißt das Zeug nicht so? Nee, Jung, Jung. Das wäre geil, wenn wir die einfach trocken essen, wie die ganzen Kids auf dem Schulhof. Diesen Trend habe ich nicht verstanden. Ja, die ohne die aufzukochen, die fressen die trocken. Die machen sich das Pulver in der Arschtasche, dann dieses Teil ein bisschen shaken und mal snacken, wollen wir mal probieren? Nee, ich mach das nicht. Mich interessiert das schon. Der Dreh wendet sich zu einer Folge, koch mal. Eigentlich ganz geil. Also ich verstehe den Trend. Aber woher weißt du, dass die Kids das machen? Hängt manchmal auf dem Schulhof rum. Gute Idee, Kinder. Danke, Joel. Iss es auf. War eine Erfahrung. Nie schmeckt es dir, wenn ich koche. Ich finde das allgemein auch eine gute Idee, Trends auszuprobieren und versuchen zu verstehen. Okay, was gibt's denn aktuell noch so für Trends? Ich weiß es nicht, du bist scheinbar öfter auf Schulhöfen. Ketamin. Das ist bestimmt auch gut, aber... Hattest du so Karten früher und so? Pokémon? Gogos? Gogos hatte ich auch ein paar. Und ich habe nie Pokémon gespielt. Und Yu-Gi-Oh! Und was gab's noch? Keine Ahnung. Wendy-Blätter? Irgendwelche stinkenden... Ja, meine ich ja. Notizblöcke, Alter. Und dann schreibt man nicht mal mehr was rauf. Diddle-Post-its, ja. Und steckt die irgendwo in so einen Ordner, damit der Geruch bleibt. Ja, oder klebt zu Hause sich so einen Magneten an den Kühlschrank. Ja, super, Alter. Also den Trend müsste man vielleicht mal ausprobieren. Vielleicht ist es ja Ob auch Ob ich gut. mich besser fühle, wenn ich also einen Magneten an den Kühlschrank trinke, weiß ich auch nicht. Ist ja auch affig mit diesen Nudeln, aber ist ja gut. Ich mache hier nochmal ein paar Nähte, ne? Habt ihr nochmal Windschutz? Bei allem, was auch immer, war bei allen Schulhoftrends, war so nach einem halben Jahr kamen irgendwie so Berichte, dass das hochkrebserregend ist und sowas. Jojo übrigens wäre geil. Du bist doch älter. Hattet bei euch Jojo so einen Trend noch? Voll. Affenschaukel. Ja, Jojo ist geil. Aber ich wollte mir letztens kaufen. Die sind gar nicht so günstig, ein gutes Jojo. Nee, Leerlauf hier mit Licht und so. Ja. Hier, der Hund spazieren gehen. Da gab es ein paar Tricks. Da habe ich die Lehrer umgehauen, da. Was ich alles drauf hatte. Nicht viel. Das ist aber schräg. Ja. Was lachst du denn? Ja, weil es schräg ist. Das ist wichtig, dass hier oben die Platte, die wir drauf schweißen, genau gerade ist. Na gut. Also die Seite ist richtig gut. Und die Seite müsste ich hier vielleicht leicht einen drauf geben. Mach ich mal eben. Der ist sowieso platt, der Onkel. Guck mal, wenn wir den auffüllen, dann ist alles gut. Ich schweiß jetzt hier nochmal ein bisschen. Ah, findest du eine Runde weiter beim Minigolf? Ja? Ja, hat gerade ein Bild geschickt. Das ist vor allem auch ein ganz schön langes Turnier, was die da haben, ne? Warum ist denn der so schwer? Ne, da ist ein Kugellager drin und alles, ne? Boah, ist der schwer. Scheiße. Das liegt am Kugellager. Schön. Ja, direkt braten, würde ich sagen. Hä? Ach, da ist eine große Lücke. Naja, gut, ist ja nicht. Das sind so Sachen, die man vom Schweißer hören will. Ah, ja, na, okay, da ist eine große Lücke. Das würde jetzt nochmal richtig verschweißen und dann kommt oben drauf auf die Felge
Ja, müssen wir gucken. 3 Meter vielleicht, irgendeine Stange und wo dann unsere Flügel dran kommen. Du heftest das jetzt oben nochmal fest. Wir suchen 2 Sachen raus. Ich würde sagen, dass wir 4 nehmen. Ich würde 6 nehmen. Haben wir 6 Sachen? Ja, die sind ja, wir basteln die zusammen. Irgendwie. Hier unten auf dem Boden einen Stern machen und dann hoch. Oder wir nehmen, machen die einzelnen oben drauf. Ich glaube, das ist einfacher. Ich würde hier unten einen Stern schweißen. Ja, aber wie willst du denn am Ende richtig? Weidemann, also bemerkt ihr mal, dass wir uns vorher nie Gedanken machen. Das stimmt doch gar nicht. Ich habe mir eine Woche drüber Gedanken gemacht hier. Ja, wie denn? Ja, habe ich doch gerade gesagt, unten schweißen und drauf machen. Das habe ich gesagt, du wolltest oben schweißen. Nee, du willst unten einen Stern schweißen. Ich will unten einen Flügel jeweils immer fertig schweißen und drauf machen. Wie man aha, das ist jetzt aber nicht so richtig Windrad auch macht. Dann machst du ja auch nicht unten das fertig. Ich habe noch nie einen gesehen, der unten Flügel schweißen und dann da hoch schleppt. Ja, aber einzelne Flügel werden angeliefert, Flügel nach Flügel wird angebracht. Das ist richtig. Aber wir machen hier kein Windrad. So, jetzt pass mal auf hier. Haha, geil. Jetzt haben wir hier so ein Skimboard. Die schmeißt man sich eigentlich auf dem Strand und dann kann man ganz kurz surfen. Das ist die perfekte Form, wenn man sich das jetzt mal anguckt. Dann kommen wir dem Ganzen ja schon so ein bisschen näher. Das passt schon. Daraus machen wir jetzt erstmal 6 Flügel. Die Jungs besorgen das Material. Autodach, Motorhaube. Ja, wir können halt hier irgendwie so Motorhaube oder irgendwas nehmen. Oh, ich weiß, wo wir gucken können. So, wir haben jetzt Bleche gefunden. Wir haben hier so Weißware, die muss weg. Aber die haben ja so Blechwände. Und die wollen wir uns rausschneiden. Oh, die werden alle nicht gleichmäßig. Ja, hier haben wir auf jeden Fall ein Rohr durchgeschnitten. Naja, passiert. Wir haben 6 Bleche und gucken jetzt mal, wie weit Ryan ist. Was machst du? Ich teste. Aber was genau testest du? Ob das meine Kraft standhält. Also Brian ist so Windstärke 12. Das ist so ein kleiner Elektromotor. Da habe ich hier so irgendein Rollenwagenrad drauf geschweißt. Und der soll jetzt hier oben so ran, dass man den bei Bedarf mit einem Gummiseil da ran drücken kann. Dann drückt das Rad auf das Rad. Wenn ich den anschmeiße, dreht er sich. Und ist hoffentlich stark genug, um das ganze Karussell ganz langsam zu drehen oben. Denn falls das mit dem Feuerton nicht hinhaut, stellt man den hier ein und dann dreht sich das trotzdem da ganz lustig rum. Halt mal ein bisschen so am Rad. Wenn der kriegt das hin. Da muss man schon massiv gegenhalten. Ja, ist doch geil, ey. Funktioniert. Funktioniert. Ja, dann schieb mal hoch da so einen Lümmel. Ja, erstmal gehst du da hoch. Ja, ist ja gut. Also das Teil ist jetzt noch ein bisschen warm. Ich hätte sie auch einen kalten geben können. So, welche Seite oben? Die oder die? Ryan, sag mal eine Schräge an hier. Erstmal, nee, an die andere Richtung kippen. Ach so, warte mal, in welche Richtung dreht sich das? Ja, je nachdem, von wo der Wind kommt. Ja, von unten. Pust mal von unten rein. Ja, warte mal, ich muss mal ins Windgeschützte. Okay, es dreht sich so rum. Der muss anders. Ja, wir machen mal fest. Aber ja, dass wenn das jetzt falsch ist, dann ist alles falsch, ne? Raus. Nee, warum? Hauptsache, die sind alle gleich. Richtig. Ich denke, das wolltest du zurückschicken. Das kann ich eh nicht mehr. Hat die schon ja, jetzt nimm's raus. Der dreht nirgendwo hin. Ja, von unten im Uhrzeigersinn. Ja, dann tut's das ja. Also es bewegt sich, das ist doch was. So, wir probieren den Motor. Ist doch geil. Gucken, wie schnell ich kann. Ja, nicht, dass das jetzt gleich hochgeht. Abheben, meinst du? Also was Besonderes ist es nicht, aber es ist groß. So, wir standen jetzt die ganze Nacht an der Feuertonne. Jetzt ist wieder hell, jetzt können wir wieder anfangen. Heute Abend gibt es auf jeden Fall Glühwein, Feuer. Und bis dahin müssen wir jetzt die ganzen Fahrräder da reinschweißen. Hör, ich bleib erstmal hier. Nee, du holst jetzt mal den Ring. Hol mal den Ring. Was ist das denn? Ein Ring. Ja, schnell mal auf. Ja, ja, so viel braucht ihr gar nicht. So, ja, ist doch geil. Hey, ruhig, ruhig. Ja, so ist doch geil, oder? Man darf sowieso erst ab 16 trinken und hier kommt ja, ein durchschnittlicher 16-Jähriger ran. Wobei die ja immer größer werden, ne? Ist das so? Ja. Wieso? Die weiß ich nicht. Die sind alle voll groß mittlerweile.
Nee, so schnell funktioniert Evolution nicht. Ja, ich finde, dass die deutlich größer sind. Weil die so dicke Air Max anhaben mit so großen Botten da unter. Oder wegen diesen Yum-Yum-Nudeln. Die pushen die richtig. Das kann sein. Ich bin auch ein bisschen gewachsen seit gestern. Ja, würde schon sagen. Passt die Kappe gar nicht mehr. Ist Gas aufgedreht? Guck mal. Das höre ich gleich. Gib Gas. Gib Gas. Du hättest gleich Gas aufdrehen sollen. Ich mach mal das Schweißgerät fertig. Ja, was? Hast du gesagt? Ja, was? Endlich der dritte Ring, Alter. Auf den habe ich lange gewartet. Dafür gehst du in die Hölle. Wofür? Damit der Flex darauf zu hauen. Mach mal raus. Das geht auch. Ja, aber du musst doch hier müssen wir den ganzen Lack noch hier überall weg. Das muss ich doch nur da machen, wo ich schweiße gleich. Ja, da kommst du gar nicht mehr an. Natürlich. Dafür gehst du in die Hölle, Brian. Ernsthaft? Damit hat keiner der Beteiligten gerechnet. Du? Siehst du? Passt. Mehr oder weniger. Kommen hier ein paar Schweißpunkte ran. Das macht Brian da drüben schon. Und dann hält er es auch schon. Mehr muss er nicht. Das reicht jetzt im Bier abstellen. Und dann können wir endlich Schrott dran ballern. Wollen wir schon mal gucken gehen? Ja. Was machst du denn? Ich habe den eigentlich hier abgemacht, den Reifen. Deswegen dachte ich, dass der jetzt hier rausfällt. Ach so, ja sicher, die Kette. Es wird auf jeden Fall eine Tetanusbar. Hier kann man nur rumkommen, wenn man geimpft ist. Habt ihr Teile, Junge? Ja, hier ist das Teil vom Grubber. Ja, ich habe überlegt, vielleicht kann man das sogar drehen. Vielleicht spielen wir ja irgendwann mal Bingo. So, Brian schweißt jetzt hier eben noch die Teile ran, die wir rausgesucht haben. Hier noch ein Fahrrad. Was hast du da? Irgend so eine gelbe Tröte. Aber damit wir nicht nur Fahrräder haben, gehen Jonas und ich jetzt nochmal über den Hof und gucken, wo wir noch irgendwelche Sachen absägen können, die wir irgendwo ranschweißen können. Alles, was aus Metall ist, können wir gebrauchen, pauschal erstmal. Kleine Sachen und keine Fahrräder. Bis später, Freunde. Komm, Jonas. Was ist das denn? Hier kommt das hin, was wir schon mal zurecht gemacht haben, Brian. Ja, geil. Das alles im Arsch. Ja, jetzt auf jeden Fall. Absenken. Alter, die ist richtig geil. So. Denn mal zurück. Was ist das denn? Ah, mal her, den Onkel. Was ist das denn? Ja, wie wir gestern Abend ja festgestellt haben, haben wir die falsch angeordnet. Deswegen haben wir eine große Lücke, weil wir nur 6 haben und nicht 8. Und deswegen haben wir jetzt nochmal 2 gemacht, damit das auch ein schönes symmetrisches Bild gibt. Und die müssen jetzt noch ran. Jetzt die letzte. Ist vielleicht noch handwarm. Geil! Alter, sieht das schön aus. Findest du? Ja, und ich habe heute den 2. Platz geholt. Ey. Ja? Geil, ey. Alter, wie schön ist das denn, ey? Ja, da tropft vielleicht Wachs auf deinen Pulli. Das ist nicht mein, guck mal, was das für ein Pulli ist, Alter. Das ist ein Kinder-Collection. Das ist geil. Der ist süß, ne? Also, es ist schon raufgetroffen. Ich hab's ja auch gesagt. Ich weiß nicht, warum du es dann auch da nochmal hinpackst. Guck hier. Das ist die Feuerwehr-Edition. Das ist geil. Das ist richtig süß, ne? Hier, noch ein Hoodie. Fass mal an, wie geil der ist, ey. Hallo, ich bin's Finn und heute bauen wir etwas. Du bist zu spät gekommen? Wir haben es zusammen gemacht. Nein! Ey, es funktioniert doch!
Aber habt ihr das so geplant? Das ist doch jetzt Zufall, Alter. Nee. Bläst ein bisschen Wind rein, ey. Nein, das funktioniert verdammt nochmal. Ach, sei mal ehrlich, da ist doch irgendwas da. Kleiner hoch, halt. Ja, da ist ein Motor dran, aber der läuft gerade nicht. Den haben wir als Backup. Das funktioniert. Das finde ich richtig krass. Das habe ich mir nicht gedacht. Ey, das sieht so schön aus, ohne Scheiß jetzt. Hätte ich nicht gedacht, ey. Dann kann ich ja öfter mal jetzt daddeln gehen, wa? Geil, ey. Das macht mich stolz. Ich meine, ihr seid ja im Grunde mein Erzeugnis. Ja. Doch, ich habe das ja geprägt. Ich habe dir das Schweißen zum Beispiel beigebracht. Nein. Joel, überhaupt die Art zu denken. Und du bist wegen mir das allererste Mal mit der Hand so richtig in die Mulde rein da. Mal ein bisschen deine Kartoffel riechen und was. Das ist alles hier. Kommt das her, ey. Naja, er und ich haben eine Ausbildung vorher gemacht. Ja, ja, aber trotzdem vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und einen Helikopter gebaut haben. Gerne. Wie geil ist es, dass wir nichts wegschmeißen? Jede Story in jedem kleinen Stück Altmetall irgendwie ist richtig geil. Und ich finde dieser Recycling-Gedanke ist so cool. Früher bin ich zum Schrott gefahren und habe mir das gekauft. Ja. Könnt ihr ja suchen hier in dem Projekt, nach den anderen Projekten und so. Das ist zum Reifen aufpumpen, weil der platt ist. Dann kann man immer rein und aufpumpen. Kommt da noch was? Nee, das haben wir angeschweißt als Deko. Ja doch, aber die waren noch okay. Nee, die waren nicht okay. Na, hier kommt noch Luft. Das Teil ist noch vollkommen in Ordnung. Das ist tatsächlich sogar meine. Ich kann da anschweißen, wo ich will. Toll, ey. Sie bleibt ruhig. Der Wagenheber, die Pumpe, ihr habt doch nur gute Scheiße. Hier, aber die Klemme, Alter, Masseklemme. Ey, ja, ganz ehrlich, ihr müsst doch vorher mal kurz selektieren, ob das noch in Ordnung ist. Mann, es war so ein schönes Ende, ja. Es war so gut.